Heute fahren wir zum See, heute fahren wir zum See. Genau so ist es und damit herzlich willkommen hier bei Samira und Jenko. Wir fahren heute zum Sonnensee, das ist bei Flachslanden hinter Katterhöfstetten und dort führt euch das Navi hin. Wenn ihr einfach Sonnensee eingebt, dann landet ihr genau hier auf diesem kleinen Parkplatz und ihr seid dann quasi von da gekommen. Da hinten ist Kettenhöfstetten. Das hier ist noch so ein Campingplatz, auf dem, soweit ich das gesehen habe, auch Hunde erlaubt sind. Und da müsst ihr da diesen kleinen Weg rein. Also hier sind diese Glascontainer und dann da den kleinen Weg rein. Und dann geht's auch schon zum See. Genau, ich wollte noch mal eben kurz sagen, und zwar ist es bei uns halt einfach so, dass wir bei uns in der direkten Umgebung zwar so Bachläufe und sowas haben, aber viele von denen sind entweder komplett überwuchert, dass man eigentlich schon eine Machete im Handgepäck haben muss, um dort überhaupt hinzukommen. Dann sind manche davon natürlich dann auch ein bisschen überlaufen. Manche sind auch einfach ausgetrocknet. Und bei manchen geht der Jenko auch einfach nicht rein, weil ihm der Einstieg nicht flach genug ist. Der Jenko ist ja sehr eigen. Also es muss schon irgendwie nur so eine Fingerkuppe da reinpassen, damit er da gemütlich reingehen kann. Also er lässt sich ungern ein bisschen reinplumpsen. Er sieht es auch gern. Am besten ist noch, wenn da irgendwie noch Steine oder Wurzeln oder sowas sind, die er dann sieht, sodass er halt weiß, okay, er kann da stehen, denn der Jenko schwimmt nicht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder ob er nicht weiß, dass er es kann, aber er schwimmt auf jeden Fall nicht. Und solange er nicht sicher ist, dass er dort stehen kann, geht er auch nicht rein. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir Bachläufe oder Seen oder was auch immer finden, die einen schönen flachen Eingang haben. Und deswegen haben wir uns jetzt hier mal umgesehen. Ich habe mal auf Google Maps so geschaut, was wir bei uns in der Nähe haben. Und der Sonnensee war hier eingezeichnet. Natürlich gibt es ja auch ein paar Hundestrände. Hundestrände haben wir aber bei uns, auf zum Beispiel am Altmühlsee, wo dann wirklich ein riesiger See ist, aber nur ein ganz kleiner Teil für Hunde, so dass da halt wirklich viele, viele Menschen sind. Dann sind da irgendwie auch mal 30, 40 Hunde auf einen Schlag, von denen auch nicht alle unbedingt freundlich sind. Das ist einfach viel zu viel Stress. Deswegen suchen wir hier ab und zu mal so andere Möglichkeiten und davon werden wir euch natürlich auch ein paar vorstellen. Aber wir werden euch natürlich auch klassische Hundestrände vorstellen. Aber auch hier, wie gesagt, auf diesem Campingplatz wäre mal hier so einen kleinen erholsamen Aktivurlaub, wie ich das nennen würde, sagen, ja, weil ihr seid hier schon sehr ländlich, wenn ihr das mal hier so seht. Ihr könnt hier also schön Fahrrad fahren, ihr könnt hier schön natürlich in den See gehen, ihr könnt hier spazieren gehen und wandern, aber ihr könnt euch natürlich auch hier einfach ganz normal entspannt erholen. Hunde sind hier wie gesagt erlaubt, aber ich glaube am Campingplatz, nicht am Seebereich. Aber da ihr hier direkt einfach den Campingplatz verlassen könnt und dann um den See herum spazieren könnt, ist es eigentlich auch nicht so tragisch. Also Hund kann hier schon mit und ihr habt ja auch Möglichkeiten, mit dem wirklich schöne Runden zu machen und hier auch ans Wasser zu gehen. Und den See schauen wir uns jetzt an. Und da ist er. Hier ist übrigens auch noch so ein Kanusportverein. Und hier könnt ihr dann am See entlang. So, genau, hier hat man einmal so eine kleine Treppe. Da kommt man direkt unten das Wasser ran. Hier geht der Jenko allerdings tatsächlich nicht ins Wasser, auch wenn da unten tatsächlich direkt die Möglichkeit bestünde. Da drüben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist so eine kleine Sandbank. Da sitzen jetzt allerdings Leute auch schon mit, ja hallo, mit Hund. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da jetzt so gut hingehen können. Aber da ist eigentlich tatsächlich der ideale Einstieg auch für den Jenko. Deswegen werden wir da trotzdem gleich mal hingehen. Ich werde euch das mal zeigen. Ich finde es eine ganz schöne Strecke, wenn ihr hier bei wärmerem Wetter, weil dann könnt ihr einfach hier da lang gehen. Dann geht ihr dadurch dieses kleine Waldstückchen bis da drüben hin. Das sind vielleicht 10 Minuten. Das heißt, auch bei wärmerem Wetter kann man da auf jeden Fall mal hinspazieren, dann kann der Hund sich da abkühlen, dann kann man sich vielleicht noch da hinsetzen, eine kleine Brotzeit machen. Ja, dass ihr den Jenko auch mal sieht, der stromert hier so rum. Wir werden da jetzt gleich trotzdem mal vorlaufen, vielleicht gehen die Leute da jetzt auch und dann schauen wir mal, ob der Jenko da vielleicht trotzdem noch mal ins Wasser gehen kann. Ja, aber ansonsten, was sagt ihr zu dem See? Habt ihr auch schöne Seen bei euch in der Nähe? Kennt ihr vielleicht in Mittelfranken noch ein paar schöne Seen, die wir uns auch mal anschauen können? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir schauen jetzt mal, ob wir nicht da vorne doch noch ein wenig ans Wasser können. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Es ist ganz schön windig geworden. Aber wenn ihr dann von da kommt, dann ist hier so ein kleiner Weg rein, links. Und über den kommt ihr dann durch den Wald direkt auf diese Sandbank. Die Leute sitzen jetzt leider ganz genau an diesem Eingang. Ich werde jetzt trotzdem gleich mal schauen, ob wir nicht uns vorbeiwuseln können und nicht vielleicht trotzdem mal kurz ans Wasser können. Aber man sieht ja schon, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir halt einfach oft nicht an solche Seen oder sowas fahren. Weil man halt eben, wie gesagt, immer viele Leute dort hat. Und die Leute halt meist dann auch, vielleicht sind da dann ein, zwei Eingänge und die sitzen dann halt genau da.
Und dann kommt man halt eben oft nicht mehr hin, vor allem weil die auch oft Hunde haben, die das dann irgendwie für sich beanspruchen und dann auch niemanden anderen hinlassen. Das hatten wir nämlich auch schon häufiger. Und ja, dann kommt man halt eben nicht mehr dran. Aber wir werden es jetzt einfach trotzdem mal ausprobieren. Filmen werde ich dann aber vermutlich nicht, wenn die Leute da direkt sitzen. Aber ich schaue mal, dass ich von hier gleich so einen kleinen Sneak Peek mal geben kann, wie das dort tatsächlich ausschaut. Das ist nämlich eigentlich ganz nett, weil da halt echt so Sand ist und es gibt so ein bisschen Strandfeeling. Ja, jetzt kann man es vielleicht einigermaßen gut sehen. Jetzt stehen wir natürlich im Schatten und das Ding ist in der Sonne. Man kann das ja vielleicht sehen, dass da so ein bisschen Sand ist und da kann man eigentlich auch ganz schön ans Wasser. Aber da sind jetzt halt ziemlich viele Leute und das macht es für uns dann ein bisschen schwierig. Haha, neuer Tag, neues Glück. Ja, tatsächlich habe ich mir gedacht, ich wollte euch das unbedingt zeigen, wie das hier ausschaut. Und gestern war ja wirklich so viel los und die Leute lagen hier auch direkt an unserem kleinen Eingang. Und deswegen habe ich gedacht, ich fahre einfach am nächsten Tag nochmal hin, aber diesmal am Vormittag, weil ich mir gedacht habe, um 9 sind hier vielleicht noch nicht so viele Leute. Und wie man sieht, sind hier auch tatsächlich keine Leute. Wir haben aber schon richtig geiles Wetter. Und das ist die Stelle, die ich euch zeigen wollte. Die ist jetzt ein bisschen schlickig da unten, aber hier hat man tatsächlich einen schönen flachen Eingang. Können wir mal da runter gehen. Es ist jetzt halt eben, es ist zwar schon warm, aber ich bin nicht sicher, ob der Jenko jetzt tatsächlich schon da reingehen will. Aber der Jenko ist eh nicht so unfassbar interessiert. Aber seht euch das an. Ja, das Coole ist hier, wie gesagt, echt, dass man halt hier echt so ein bisschen so ein Strandfeeling halt schon hat, weil hier halt so Sand rumliegt. Und das finde ich einfach richtig schön. Ich zeige euch nochmal die Aussicht, weil es einfach nur herrlich ist. Ich bin ja eigentlich eher so der Bergtyp. Wenn jetzt hier noch so ein paar Berge drumherum wären, wäre es natürlich noch geiler. Aber auch so ein See ist natürlich mal was Schönes. Aber natürlich, die Leute liegen halt ganz gerne genau dort. Also wirklich so. Ja, ich finde es halt okay, wenn natürlich die Leute hierher kommen. Es ist halt eben ein See, der öffentlich ist. Da dürfen die Leute herkommen, wie sie wollen. Aber da wäre es halt vielleicht schön, wenn sie sich vielleicht einfach dann hier so hinlegen würden, sodass wirklich dieser flache Eingang halt dann quasi auch ein bisschen frei ist, dass halt jeder, der hier vorbeikommt, tatsächlich auch hier vorbeikommen kann. Da hat jemand, glaube ich, seine Unterhose hängen lassen. Aber dass jeder halt auch dann hier reingehen kann. Man kann sich ja hier wirklich lang irgendwo hinlegen und den einen Gang so ein bisschen frei lassen, zumal die Leute dann oft mit ihren Kindern da sind und die wollen dann auch nicht, dass der Hund da hinkommt und so weiter und so fort. Und das ist dann halt immer ein bisschen schade, wenn das dann halt eben so blockiert wird. Und eine andere Stelle hast du nicht, weil du hast halt hier überall drumherum dieses mega hohe Gras und kommst gar nicht dran. Das heißt, du musst entweder auf dem Campingplatz sein, um tatsächlich ja, ans Wasser zu kommen oder halt eben hier an der Stelle. Aber wir haben es ja jetzt hier geschafft. Der Jenkus war jetzt noch nicht so interessiert daran, ins Wasser zu gehen. Naja, es ist jetzt auch, also wir haben schon so warm, dass wir hier mit kurzem T-Shirt rumlaufen können, aber wir sind jetzt noch nicht den ganzen Tag hier irgendwie in der Sonne rumgelegen oder gestanden, sodass wir jetzt irgendwie komplett aus allen Wassern tropfen. Von daher hat er jetzt, glaube ich, echt nicht so viel Interesse daran, tatsächlich ins Wasser reinzugehen. Aber ich wollte euch einfach eben nochmal diese Stelle zeigen. Ich hoffe, dass euch sowas auch mal gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber er war am Ende dann doch nochmal im Wasser. Ja, er ist dann tatsächlich nochmal komplett durchgedreht und ich habe es natürlich nicht auf Kamera festgehalten. Ist ja immer so, die witzigsten Momente nimmt man dann nicht auf. Aber ja, so sandlockere Erde und so lässt ihn immer so ein bisschen durchdrehen, weil er es witzig findet, da drin herumzuwühlen und sowas. Hat er noch ein bisschen, ja, sich ausgetobt, ist dann einmal volle Karacho und Wasser reingesprungen und wieder raus. Es war sehr witzig, ihr habt es leider nicht gesehen, aber er war nochmal drin. Das wollte ich nochmal gesagt haben, also der Henkel geht auch ins Wasser. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Wir haben jetzt noch ein paar andere Seen und Wasserstellen, die wir ganz gerne noch ausprobieren würden. Also wenn ihr an sowas mehr interessiert seid, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare oder zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Und natürlich abonniert auch den Kanal, dann verpasst ihr ja natürlich auch keine Videos mehr, denn hier gibt es natürlich Tipps rund um den Hund, zum Alltag mit dem Hund. Wir machen hier immer mal solche kleinen Ausflüge. Wir fahren auch mal in den Urlaub, checken vielleicht mal Hundehotels aus oder Pensionen, wo Hunde erlaubt sind. Und wir machen auch mal Produkttests, Produktvergleiche und wir bauen tatsächlich auch selber Sachen. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Samira und Jenko. Ciao.